Herzlich willkommen, ihr Lieben, zu einer weiteren Folge von Living Silent Hunter 3, beziehungsweise Silent Hunter 3. Ja, Edition 2015. Und wir haben ja in der letzten Folge hier unsere Torpedoschule in Flensburg abgeschlossen. Auch wieder mit durchschnittlich. Ja, und jetzt gilt's noch die U-Flottille abzulegen. Das ist dann ein Geleitflugangriff. Ja, bin ich gespannt, wie es uns hier gelingen wird. Und ja, es wird dann eine kurze Folge. Weil ich möchte das gerne ja separat haben, den Kommandantenlehrgang als eine ja Playlist und dann die richtige Laufbahn dann, ne? Ja, würde ich sagen, auf geht's, ne? Verlieren wir mal keine Zeit. So, ich glaube, auch hier sind wir von Anfang an getaucht. Genau. Und hier müssen wir jetzt von Anfang an unser Wissen, ja, was wir jetzt angesammelt haben, unter Beweis stellen. Ja, bin ich mal gespannt, wie es uns gelingen wird. So, okay. Wie schwer soweit? Gute, ja. Naja, ist ja nur Training. So, ja, genau. Wir sind schon untergetaucht. Muss man nämlich aufpassen. Ich weiß, dass hier irgendwo ein Zerstörer rumläuft. Kann ich hier noch keinen anvisieren? Kontakt! Ah. Schiff kommt näher auf 299. Jawohl, Herr Kanon. Den machen wir auf jeden Fall schnell. Der hat einen Tiefgang von 7,8. Okay. So, machen wir das mal so. Und Rohr 1. Los geht's. So, jetzt hoffe ich nur. Was ist denn das da hinten? Leichter Tanker. Da könnte man vielleicht unter Umständen, wenn es gut läuft, leichter einer. Was hat der einen Tiefgang? 4,3, da reicht das ja so. Rohr 2. So, gleich das nächste. Das muss nämlich alle schnell gehen, bevor die uns sehen. Der hat 6,9. Auch wieder schnell natürlich, ne? 6,9, dann machen wir hier mal. Da. Und los geht's. Rohr 3, los! Ein Hammer vorne noch, müssen wir mal gucken. Jawohl, Herr Kaloy. Haben wir jetzt? War mir schon klar, dass der nicht mit einmal. Gut, dann kriegt er halt jetzt noch eine Packung. Und los. So, Feind Überlapp. Wir werden jetzt erstmal das Rohr wieder einfahren. So, jetzt gucken wir uns doch mal draußen um, ne? Oh oh. Haben wir den jetzt erwischt oder nicht? Och, Menno. Das läuft ja gerade mal wieder. Ja, äußerst. Ja, schlecht auf gut Deutsch. Na, jetzt schauen wir mal. Wir werden doch wohl mal einen zum Sinken bringen. Zwei Begleitschiffe. Okay. Haben wir den jetzt erwischt? Wenn wir Glück haben? Wo war das? Ach komm, der sinkt doch schon halb. Hm, hm.
Ah, er hat zumindest keine Fahrt mehr, glaube ich. Kontakt! Ja. Kriegsschiff kommt näher auf 2-3. Geringe Entfernung. Ah ja, ich weiß. Okay, wenn wir Glück haben, gilt er nämlich gleich als... Ich habe ja den Realismus ziemlich hoch, deswegen... Aber jetzt sagt bloß, die anderen sind alles keine Treffer gewesen. Gibt's doch gar nicht. Gucken wir mal hier. Ah doch, ja, der ist auch getroffen. Macht aber nur noch eine langsame Fahrt. Okay, ah. Ah, den Tankarm habe ich, sehr gut. Ja, das ist aber... Genau wie im realistischen Leben damals. Kontakt, Frachter, oh, näher auf 297, mittlere Entfernung. Ja, das Problem ist, wir haben leider gerade nicht mehr... Jetzt muss ich mal schauen, Zentrale? Wir könnten vielleicht den Zerstörer angreifen. Ist riskant, ich weiß, aber... Jawohl, Herr Kaloy. Frachter kommt näher auf 317. Geringe Entfernung. Gar nicht groß rummachen. Ja. Wo konnte ich denn jetzt nachgucken? Wie ist mit den... Oh, 7 Minuten noch. Hm. Ja, wäre vorstellen rum. Und? Ah, das sieht doch... Ach. Oh, oh. Leider nur hinten erwischt. Aber er brennt, das ist schon mal... Ah, komm, das muss doch reichen. Ja. Der sinkt, auf jeden Fall. Jo. Das ist dann ein U-Boot. Wow. Hihi. Hier können wir aber lang die Luft anhalten. Ah ja, komm, das muss doch... Ja. Und tschüss, Großer. Hihi. So, der geht uns schon mal nicht mehr auf den Senkel. So. Wie weit sind wir denn weg? Ich weiß, dass da noch irgendwo... Und? Tschüssi. Das ist ja eigentlich tief. Naja. Aha. So, das wäre dieser. Müssen wir aber steepen. Naja, jetzt vielleicht noch 6 Minuten warten. Bis wir den nächsten Torpedo verwenden können. Ah, 5,5 Minuten noch. Gut. Gut. Wir sind hier, also im Moment sollten wir vielleicht. Da ist der andere, glaube ich. Bringen Sie mal jetzt auf Kurs K. Also der ist auch beschädigt. Der ist definitiv auch beschädigt. Problem ist, wenn wir jetzt den Motor starten, dann kriegt er das ja mit, glaube ich. Aber wir müssen da lang. Jawohl, Herr Kaloy. Neuer Kurs 350. Jawohl, Herr Kaloy. Kleine Fahrt voraus. Ja, ich muss mal gucken, ob das so funktioniert. Das ist der richtige Kurs vor allen Dingen. Ja, doch, sieht gut aus. So.
Muss man nur hoffen, dass der uns nicht erwischt hier. Ja. So. Weil der hat, glaube ich, ja auch nicht mehr die volle Leistung. Der qualmt aber auch schon, glaube ich, oder? Ist das der Schornsteinqualm? Also entweder macht er absichtlich eine kleine Fahrt oder der ist auch getroffen. Nur der hatte ja dieses Loch unten im Rumpf. Kann nämlich auch durchaus sein, dass du den gar nicht mehr. Ja. Also der ist definitiv. Also den kriegen wir auf jeden Fall noch. So, wo ist denn das andere Begleitboot da? Und wir schippern gerade. Wo? Ah, wo sind wir denn? Hilfe! jetzt habe ich die Orientierung verloren. Ah, da sind wir. So. Ah, der Kurs sieht gar nicht schlecht aus. Entschuldigung. Der kann ruhig da hinten seine Runden drehen. Das ist mir Jacke. Er darf nur nicht hier zu nah kommen. Was hatten der eigentlich? Er hat doch bestimmt auch Wasserpumpen, oder? Schauen wir mal. Da, großer oder kleiner, bist du gesagt. Hast du Wasserpumpen? Ja. Der ist nämlich verdammt schnell. So, jetzt muss ich erstmal wieder gucken, wo wir waren. Was sind wir denn jetzt? Hey. Ah ja. Aber bei, machen wir einfach. Ja. Wir sind hier. Oh. Wir sollten vielleicht doch noch. Jawohl, Herr Kaloin! Neuer Kurs 5. Okay, wie lange braucht der noch? Oh, 4,5 Minuten. Das ist natürlich. So, ich glaube, die kann ich nur laden. Ja, da kannst du gerne. Da darfst du gerne noch umfahren. Der wird weg sein. Aber wenigstens noch. Die zwei hätte ich schon gern noch. Den wird man wahrscheinlich auch nicht kriegen. Boah, du kannst da rumhüppern. Das gefällt mir. So, werden wir aber, glaube ich, doch mal hier unten etwas nach vorne spulen. Und dann werden wir nämlich die Maschinen wieder stoppen. Alle Maschinen stopp! Könnt ihr jetzt mal bitte sagen, dass die Torpedos nachgeladen sind? So, wunderbar. Jetzt nehmen wir uns nämlich den da machen. Jawohl, Herr Kaloin. Muss man bloß aufpassen. Ich hoffe, der sieht uns jetzt nicht. Hoppala. Eigentlich den anderen. Da.
Der hat Tiefgang 7,8. Machen wir auf jeden Fall schnell. So, dann. Rohr 1. Los. Oh, ich hoffe, das klappt. Oh oh. Ich hoffe, der trifft jetzt auch. Oh, 5 Feuer bereit, Herr Kaloin. Oh, warte mal, ist das nicht unser Hintertorpedo? Jawohl. Ah, den haben wir erwischt. Super. Mach jetzt mal was Riskantes. Jawohl, Herr Kaloin. Rohr 5, los! Neuer Funkspruch, Herr Kaloin. Ja, nee. Wird wahrscheinlich eh nicht klappen, auch. Oh, nee. Deutlich daneben. Upsi! Was haben wir denn eigentlich an Tonnage? Achso, kann ich ja, glaube ich, hier noch gar nicht. Stimmt ja. Okay, macht auch nichts. Einsatz, das haben wir. Da will ich jetzt auch nicht hin. Ja gut, da müssen wir jetzt auftauchen. Jawohl, Herr Kaloin! Jetzt Kontakt. Weiß ich... Wahnsinnige Fahrt entfernt voraus. Sich auf 1,9, mittlere Entfernung. Was war denn jetzt auftauchen? Jawohl, Herr Kaloin. Auftauchen. Ah ja, gut. Auftauchen. Vorne um 10, hinten kommen auch auf 5. Na. Ich glaube, Deckgeschütz haben wir hier gar nicht und Flak. Erste Seewache sich klar machen. Ah, es geht ja nur darum, dass wir. Oh. Warte mal, wir haben Deckgeschütz. Das ist ja interessant. Jawohl, Herr Kaloin. Deckgeschütz besetzen. Und dann. Wie war das mit. Wie war denn das jetzt gleich nochmal? Ach, hey, wie war das? Jawohl, Herr Kaloin. Feuer frei. Jawohl, Herr Kaloin. Auf Wasserlinie zielen. Ich werde jetzt mal tief plack. Ach so, ja, Moment. Jawohl, Herr Kaloin. Flak besetzen. Jawohl, Herr Kaloin. Kleine Fahrt voraus. Wir hatten das mit Feuer.
schon, ich krieg dich. Ja, ist gar nicht so einfach. Ach, der qualmt doch schon. Ist doch nur so ein kleiner Äppelkorn. Jawohl, Herr Kaloin. Große Fahrt voraus. Neuer Kurs 305. Oh Mann, wegen Einschuss. Ernsthaft? War das jetzt der? Komm schon. Beschädigt, Herr Kaloin. Ja, das sehe ich auch, Kollege. Das Boot ist beschädigt, Herr Kaloin. Könntet ihr bitte... Jawohl, Herr Kaloin. Neuer Kurs 302. Jawohl, Herr Kaloin. Neuer Kurs 179. Das Boot ist beschädigt! Ja, ja, ja. Komm schon. Ja, Baller. Ja, ja. Ja, der hat gesessen. Geil, ich will den kleinen kriegen. Das Boot ist beschädigt, Herr Kaloin! Könntet ihr jetzt bitte den mal platt machen? Hallo Leute, macht den fertig. Das Boot ist beschädigt, Herr Kaloin. Komm, Vorreck. Du kleiner Scheiß, aber nicht mit mir. Schon.
Mann, oh Mann, da steckt aber viel ein. Wir werden jetzt mal Folgendes. Jawohl, Herr Kaloin. Neuer Kurs 260. Ist der immer noch nicht, hey. So, da geht man. Ah, der ist ganz schön hartnäckig, das gebe ich zu. Na komm. Jawohl, Herr Kaloin. Wahnsinnige Fahrt voraus. Neuer Kurs 175. Wir haben Wassereinbruch, Herr Kaloin. Oh ja, das ist schön. Das Boot ist beschädigt, Herr Kaloin. So, Jungs, und jetzt, Leute. Das Boot ist beschädigt, Herr Kaloin. Sage mal, immer noch nicht kaputt. Das gibt's doch nicht, oder? Jawohl, Herr Kaloin. Neuer Kurs 126. Geht doch. Oh, das war jetzt aber. Mit dem das. Jawohl, genau, Jungs. Wir haben da ja noch was, ne? Den kriegen wir auch noch, oder? Jawohl, Herr Kaloin. Kleine Fahrt voraus. Das war jetzt aber. Jawohl, Herr Kaloin. Neuer Kurs 76. Ich hoffe, das war die richtige Richtung. Ah, doch, sieht gut aus. Na, gehen wir doch mal da. Jawohl, Herr Kaloin. Wahnsinnige Fahrt voraus. Kommt, Jungs. Den holen wir uns noch. Naja, da wird die Folge halt doch wieder etwas länger. Was ist denn der? Wo bist du? So, auf geht's, Jungs. Ich glaube, Torpedos haben wir jetzt keinen mehr, oder? Wo ist denn eigentlich unser Reparaturteam?
Ja, so ist es. Wir haben schweren Wassereinbruch, Herr Kaloy. Jo, das sehe ich auch, dann repariert mal bitte. Den noch dazu holen. Den auch noch. Ich dachte, die machen das selbstständig. Och, Mann. Jawohl, Herr Kaloyn. Kleine Fahrt voraus. Jawohl, Herr Kaloyn. Neuer Kurs 7-5. Jawohl, Herr Kaloyn. Neuer Kurs 4-4. Kommt, Jungs. Jungs, ihr dürft gerne treffen, gell? Jawohl, Herr Kaloyn. Wahnsinnige Fahrt voraus. Jawohl, Herr Kaloyn. Kommt, Jungs. 4-4. Wir haben kritischen Wassereinbruch, Herr Kaloyn. Hm. Ach, ihr schwimmt doch noch nichts. Oh, Hammer. Ja, geil. Ja, feine Sache. Jawohl, Herr Kaloyn. Das haben wir, glaube ich, alle erwischt. Ja, weiß ich. Umspruch, Herr Kaloyn. Hab ich schon gesagt. So, ja, dann machen wir schnell Schluss. Na, ja, Einsatz abbrechen. Ja, damit beende ich dann auch. Halt, ich wollte beenden. Doofbeutel. Und damit beende ich dann auch die Folge hier. Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen, ihr Lieben. Oh, exzellent sogar. Ha. Ja, ich hoffe, die Folge hat euch gefallen und ihr seid dann auch beim nächsten Mal wieder mit dabei, wenn wir dann unsere Laufbahn anfangen. Ne? Bis dahin wünsche ich euch alles, alles Gute. Bleibt gesund, euch hier viel Spaß auf meinem Kanal und dann bis zum nächsten Mal. Euer Ossizocker, Markus. Tschüss.